Zustände? Ja, so ist das also. Probleme aller Orten, wie wir gerade gehört haben, mit arbeitslosen Menschen, mit Alten. Was mich aber am meisten belastet, sind sozusagen die zukünftigen Rentner, also die Kinder. Denn es gibt in unserem Land zu wenige Kinder. Es gibt eindeutig weniger Kinder als früher. Ne? Die Kinder heute sind zwar schwerer. Ne? Also das heißt, es ist uns gelungen, rein von der, also von der Netto-Fleischeinwaage, also was die Abtropfmasse betrifft, sozusagen einen Überschuss zu erwirtschaften. Aber wenn wir Stückzahlen optimiert uns den Sachverhalt betrachten, dann sieht es düster aus. Also wir brauchen ja nur mal die ungeliebte Statistik bemühen. Wie viele Kinder legt eine deutsche Mutter? 1,4. Also im Schnitt. So, ne? Also nicht jede einzelne Frau bekommt 1,4 Kinder, dann wäre ja hier Thorsen-Einmarsch, ne? Schnittmengendefilet, sondern die Muttis sprechen sich ab. Ne? Und das klappt auch ganz gut. Da sagt eben eine Frau hier, ich bekomme kein Kind. Und dann sagt die nächste, okay, dann bekomme ich 2,8. So, ne? Ziel erreicht. Aber jetzt stelle ich natürlich bewusst die Frage, warum gibt es so wenige Kinder? Hier beginnt der Hamster zu humpeln. Sicherlich, es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, die so in den Feuilletons umher baldowert werden. Es wird gesagt, Kinder sind zu teuer, Kinder sind zu klein, ne, zu zerbrechlich, zu labil. Kinder sind teuer, das kann ich hier nicht von der Schippe wuchten. Also sie sind teurer als früher, wenn ich das mit meiner Kindheit vergleiche, als ich noch als Säugling sug. Damals, Ende der Zigger. Damals waren Kinder wesentlich kostenunintensiver. Ich habe meine Eltern mal ganz dezidiert darauf angesprochen. Ich habe meine Mutter gefragt, Maria, sag an, was habe ich als Kind gekostet? So, mein Vater hat gesagt, erstmal eine ganze Menge Überwindung. aber rein finanziell war das überschaubar. Also ne, Strampelanzug, paar Windeln, paar Sägespäne. Und dann haben die mich in die Krippe geschafft. Also so. Ne? Das ist natürlich mit heute gar nicht mehr zu vergleichen. Heute sind Kinder wesentlich kostenintensiver. Aber von dieser Kostenintensität dürfen wir uns nicht abschrecken lassen. Wir sind auf Kinder angewiesen, gerade wie hier in Deutschland. Der Deutsche vermehrt sich im europäischen Schnitt am meisten, am wenigsten. Ne? Das heißt, bei uns ist die Tendenz am stagnabelsten. Ne? Uns ist ja nicht nur so, dass wir wenige Kinder haben, sondern die wenigen Kinder, die es gibt, die werden ja auch immer älter. Ne? Also, die brechen uns weg. Das führt dazu, dass die Bevölkerungspyramide im Unterbau bröckelt. Also das Fundament für die Basis sackt ein. Und oben spleißt's im Zwickel. Es gneist mit Spliss auseinander. Und wir haben irgendwann statt der Bevölkerungspyramide einen Bevölkerungseimer. So, ne? Und dann ist nämlich dort, wo die Hypotenuse war, plötzlich drunter der Katheter. Also dann ist er sozusagen so, ne? Und wenn das so weitergeht, führt das dazu, dann ist es herrscht Mangel an Deutschen, an allen hier Fachkräften, Studenten, Fliesenlegern, Handwerkern. Geschichtlich gesehen brackt's ja auch molchig in der Poperze, ne? Zwei Weltkriege, beide verloren, ne? Und man muss kein Prophet sein, um darauf hinzuweisen, dass, wenn das sich weiterhin so fortsetzt, wenn wir uns auch in Zukunft nicht vermehren, irgendwann können wir nicht mal mehr einen Weltkrieg anfangen. Ne? So wird's kommen. Dann marschieren wir irgendwo ein und dann heißt, haha, das sind die Deutschen, das sind nur vier. So. Vielen Dank. So. Wenn wir uns den Sachverhalt betrachten, dann sieht es düster aus. Also wir brauchen ja nur mal die ungeliebte Statistik bemühen. Wie viele Kinder legt eine deutsche Mutter? 1,4. Also im Schnitt. So, ne? Also nicht jede einzelne Frau bekommt 1,4 Kinder, dann wäre ja hier Thorsen-Einmarsch.
ne? Schnittmengendefilet, sondern die Muttis sprechen sich ab. Ne? Und das klappt auch ganz gut. Da sagt eben eine Frau hier, ich bekomme kein Kind. Und dann sagt die nächste, okay, dann bekomme ich 2,8. So, ne? Ziel erreicht. Aber jetzt stelle ich natürlich bewusst die Frage, warum gibt es so wenige Kinder? Hier. Zustände. Ja, so ist das also. Probleme aller Orten, wie wir gerade gehört haben, mit arbeitslosen Menschen, mit Alten. Was mich aber am meisten belastet, sind sozusagen die zukünftigen Rentner, also die Kinder. Denn es gibt in unserem Land zu wenige Kinder. Es gibt eindeutig weniger Kinder als früher. Ne? Die Kinder heute sind zwar schwerer. Ne? Also, das heißt, es ist uns gelungen, rein von der, also von der Netto-Fleischeinwaage, also was die Abtropfmasse betrifft, sozusagen einen Überschuss zu zerwirtschaften. Aber wenn wir Stückzahlen optimiert, beginnt der Hamster zu humpeln. Sicherlich, es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, die so in den Feuilletons umherbaldowert werden. Es wird gesagt, Kinder sind zu teuer, Kinder sind zu klein, ne? Zu zerbrechlich, zu labil. Kinder sind teuer. Das kann ich hier nicht von der Schippe wuchten. Also, sie sind teurer als früher, wenn ich das mit meiner Kindheit vergleiche, als ich noch als Säugling sug. Damals, Ende der Zigger. Damals waren Kinder wesentlich kostenunintensiver. Ich habe meine Eltern mal ganz dezidiert darauf angesprochen. Ich habe meine Mutter gefragt, Maria, die brechen uns weg. Das führt dazu, dass die Bevölkerungspyramide im Unterbau bröckelt. Also das Fundament für die Basis sackt ein und oben spleißt's im Zwickel, es kneist mit Spliss auseinander und wir haben irgendwann statt der Bevölkerungspyramide einen Bevölkerungseimer. So, ne? Und dann ist nämlich dort, wo die Hypotenuse war, plötzlich drunter der Katheter. Also dann ist das sozusagen, so, ne? Und wenn das so weitergeht, führt das dazu, dann ist, es herrscht Mangel an Deutschen, an allen hier Fachkräften, Studenten, Fliesenlegern, Handwerkern. Geschichtlich gesehen brackt es ja auch molchig in der Poperze. Ne? Zwei Weltkriege, beide verloren. Ne? Und man muss kein Prophet sein, um darauf hinzuweisen, dass, wenn das sich weiterhin sagt an, was habe ich als Kind gekostet? So, mein Vater hat gesagt, erstmal eine ganze Menge Überwindung. Aber rein finanziell war das überschaubar. Also ne, Strampelanzug, paar Windeln, paar Sägespäne. Und dann haben die mich in die Krippe geschafft. Also so. Ne? Das ist natürlich mit heute gar nicht mehr zu vergleichen. Heute sind Kinder wesentlich kostenintensiver. Aber von dieser Kostenintensität dürfen wir uns nicht abschrecken lassen. Wir sind auf Kinder angewiesen. Gerade wie hier in Deutschland. Der Deutsche vermehrt sich im europäischen Schnitt am meisten, am wenigsten. Ne? Das heißt, bei uns ist die Tendenz am stagnabelsten. Ne? Uns ist ja nicht nur so, dass wir wenige Kinder haben, sondern die wenigen Kinder, die es gibt, die werden ja auch immer älter. Ne? Also, das heißt, es ist uns gelungen, rein von der, also von der Netto-Fleischeinwaage, also was die Abtropfmasse betrifft, sozusagen einen Überschuss zu zerwirtschaften. Aber wenn wir Stückzahlen optimiert uns den Sachverhalt betrachten, dann sieht es düster aus. Also wir brauchen ja nur mal die ungeliebte Statistik bemühen. Wie viele Kinder legt eine deutsche Mutter? 1,4. Also im Schnitt. So, ne? Also nicht jede einzelne Frau bekommt 1,4 Kinder, dann wäre ja hier Thorsen-Einmarsch. Ne? Schnittmengendefilet, sondern die Muttis sprechen sich ab. Ne? Und das klappt auch ganz gut. Da sagt eben eine Frau hier, ich bekomme kein Kind. Und dann sagt die nächste, okay, dann bekomme ich 2,8. So, ne? Ziel erreicht. Aber jetzt stelle ich natürlich bewusst die Frage, warum gibt es so wenige Kinder? Hier beginnt der Hamster zu humpeln.
Sicherlich, es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, die so in den Feuilletons im Herbaldowert werden. Es wird gesagt, Kinder sind zu teuer, Kinder sind zu klein, zu zerbrechlich, zu labil. Kinder sind teuer, das kann ich hier nicht von der Schippe wuchten. Also, sie sind teurer als früher, wenn ich das mit meiner Kindheit vergleiche, als ich noch als Säugling sug. Damals Ende der Zigger. Damals waren Kinder wesentlich kostenunintensiver. Ich habe meine Eltern mal ganz dezidiert darauf angesprochen. Ich habe meine Mutter gefragt, Maria, sag an, was habe ich als Kind gekostet? So, mein Vater hat gesagt, erstmal eine ganze Menge Überwindung. aber rein finanziell war das überschaubar, also ne, Strampelanzug, paar Windeln, paar Sägespäne und dann haben die mich in die Krippe geschafft. Also so, ne? Das ist natürlich mit heute gar nicht mehr zu vergleichen. Heute sind Kinder wesentlich kostenintensiver, aber von dieser Kostenintensität dürfen wir uns nicht abschrecken lassen. Wir sind auf Kinder angewiesen, gerade wie hier in Deutschland. Der Deutsche vermehrt sich im europäischen Schnitt am meisten, am wenigsten. Ne? Das heißt, bei uns ist die Tendenz am stagnabelsten. Ne? Uns ist ja nicht nur so, dass wir wenige Kinder haben, sondern die wenigen Kinder, die es gibt, die werden ja auch immer älter. Ne? Also, die brechen uns weg. Das führt dazu, dass die Bevölkerungspyramide im Unterbau bröckelt. Also das Fundament für die Basis sackt ein und oben spleißt's im Zwickel. Es gneist mit Spliss auseinander. Hier. Also im Schnitt. So. Ne? Also nicht jede einzelne Frau bekommt 1,4 Kinder, dann wäre ja hier Torseneinmarsch, ne? Schnittmengendefilet, sondern die Muttis sprechen sich ab. Ne? Und das klappt auch ganz gut. Da sagt eben eine Frau hier, ich bekomme kein Kind. Und dann sagt die nächste, okay, dann bekomme ich 2,8. So, ne? Ziel erreicht. Aber jetzt stelle ich natürlich bewusst die Frage, warum gibt es so wenige Kinder? Hier Zustände, ja, so ist das also. Probleme aller Orten, wie wir gerade gehört haben, mit arbeitslosen Menschen, mit Alten. Was mich aber am meisten belastet, sind sozusagen die zukünftigen Rentner, also die Kinder. Denn es gibt in unserem Land zu wenige Kinder. Es gibt eindeutig weniger Kinder als früher. Ne? Die Kinder heute sind zwar schwerer, ne? Also das heißt, es ist uns gelungen, rein von der, also von der Netto-Fleischeinwaage, also was die Abtropfmasse betrifft, sozusagen einen Überschuss zu zerwirtschaften. Aber wenn wir Stückzahlen optimiert, beginnt der Hamster zu humpeln. Sicherlich, es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, die so in den Feuilletons im Herbaldowert werden. Es wird gesagt, Kinder sind zu teuer, Kinder sind zu klein, ne? Zu zerbrechlich, zu labil. Kinder sind teuer. Das kann ich hier nicht von der Schippe wuchten. Also, sie sind teurer als früher, wenn ich das mit meiner Kindheit vergleiche, als ich noch als Säugling sug. Damals Ende der Zigger. Damals waren Kinder wesentlich kostenunintensiver. Ich habe meine Eltern mal ganz dezidiert darauf angesprochen. Ich habe meine Mutter gefragt, Maria, die brechen uns weg. Das führt dazu, dass die Bevölkerungspyramide im Unterbau bröckelt. Also das Fundament für die Basis sackt ein und oben spleißt's im Zwickel. Es gneist mit Spliss auseinander und wir haben irgendwann statt der Bevölkerungspyramide einen Bevölkerungseimer. So, ne? Und dann ist nämlich dort, wo die Hypotenuse war, plötzlich drunter der Katheter. Also dann ist es sozusagen so, ne? Und wenn das so weitergeht, führt das dazu, dann ist es herrscht Mangel an Deutschen, an allen hier Fachkräften, Studenten, Fliesenlegern, Handwerkern. Geschichtlich gesehen brackt es ja auch molchig in der Poperze. Ne? Zwei Weltkriege, beide verloren. Ne?